Ja, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 20. Spieltag, an dem der HSV am Sonnabend um 15.30 Uhr bei Leipzig gefordert sein wird. Uns werden 4.440 Gästefans mindestens begleiten, weil so viel gehen in Gästeblock. Und ich begrüße zur PK natürlich auch unseren Cheftrainer Markus Gisdol und würde dich, Markus, bitten, wie immer zu Anfang einen Überblick über die Personalsituation zu geben. Ja, ist für mich ähnlich schwierig wie vor dem letzten Spiel, jetzt eine genaue Prognose abzugeben. Sicher ist, dass Michael Gregoritsch noch ausfällt mit seiner Bänderverletzung und leider hat sich Finn Porat im Abschlusstraining vor dem letzten Spiel auch eine kleine Bänderverletzung geholt. Ein Band ist wohl sehr in Mitleidenschaft gezogen, deswegen rechne ich da auch mit dem Ausfall von 2 Wochen. Sehr tragisch für den Jungen, für Finn, der immer wieder dran ist und kurz vor seinen möglichen Einsätzen oder Einsatzzeiten sich dann immer wieder Verletzungen holt, und hoffen wir, dass das jetzt damit dann auch mal ein Ende hat. Was die anderen Spieler angeht, da muss ich wirklich jetzt von Tag zu Tag schauen. Heute ist ein wichtiger Tag für uns, was Training angeht, wo wir einiges vielleicht schon klarer sehen, aber das eine oder andere müssen wir vielleicht auch morgen erst entscheiden. Das bleibt noch ein Stück weit offen. Sicher ist, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz bekommen, schon alleine durch die Leistung im letzten Spiel. Bin ich froh, dass wir da mehr Alternativen jetzt mit Sicherheit gewonnen haben. Danke, Markus. Dann bitte ich um Ihre Fragen und kurzes Handzeichen. Ich fange an mit Thorsten Vorbau vom NDR Fernsehen. Herr Gisdol, vielleicht ganz kurz mal. Gestern Abend noch gegen 23 Uhr, die Lostrommel HSV gegen Gladbach. Was ist Ihnen durch den Kopf geschossen? Zum Ende habe ich gedacht, oh, jetzt könnte es ein bisschen eng werden, wo dann nur noch die ganz dicken Brocken drin waren. Ich finde es okay. Also ich habe mir ein Heimspiel gewünscht. Mein Vater ist knapp über 70, der hat mir danach geschrieben, die packen wir, bevor er ins Bett gegangen ist, und ich sehe es auch so, ja. Danke, Thorsten. Henrik Jacobs vom Abendblatt, dachte schon, es geht schnell. Herr Gisso, am Wochenende treffen Sie, glaube ich, das erste Mal auf Ralf Rangnick als Gegner. Sie verbindet ja einiges, gemeinsame Vergangenheit, gemeinsame ähnliche Spielphilosophie, gleicher Mentor. Mich würde mal interessieren, wie Sie sich eigentlich kennengelernt haben und ob das, was Ralf Rangnick in Leipzig macht, auch dem entspricht, wie Sie eigentlich Fußball spielen wollen. Ja, zum einen muss ich mal vorausschicken, ich habe Ralf Rangnick und auch Helmut Groß wirklich sehr viel zu verdanken in meiner Karriere, die mich immer auch gefördert haben, zum Schluss auch in den Profibereich geholt haben. Das ist nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis, was die Arbeit in Leipzig angeht, muss man immer sehen. Es gibt oftmals viel Geld in unserem Job, das zur Verfügung steht, oder in unserem Business. Da kann man viel Mist damit machen, ja, aber man kann es auch sehr sinnvoll einsetzen. Und man kann zu dem Projekt dort stehen, wie man möchte, aber die haben schon sehr viel mit Sinn und Verstand gemacht, investiert, natürlich große Geldbeträge auch in die Hand genommen. Wir haben jetzt aber eine tolle Mannschaft dort aufgebaut und haben vor allen Dingen auch ein Jugendzentrum, das fast beispielslos in Deutschland jetzt mittlerweile ist. Deswegen, wie gesagt, man kann darüber denken, wie man möchte, und muss bestimmt auch das eine oder andere kritisch sehen. Aber das, was mit dem Geld dann angefangen wurde, das ist schon sehr, sehr sinnvoll. Markus, war da noch ein Teil von der Frage? War das alles beantwortet? Ja, Leipzig spielt es natürlich extrem, speziell in diesem Jahr jetzt. Ich glaube, dass ich ein bisschen relativieren wird. Sie werden sich auch anpassen müssen, weil die Gegner in Zukunft sich auch noch besser darauf einstellen werden, glaube ich. Da muss man bestimmt wieder mal ein bisschen modifizieren. Aber das ist ja Hochgeschwindigkeitsfußball, ja, wie du ihn eigentlich so fast nie siehst. Ja, ich glaube, es gibt keinen Spieler mehr, der irgendwie im Ansatz nur durchschnittlich schnell wäre dort. Es ist beeindruckend, mit welchem Tempo sie kommen. Du musst da echt aufpassen, ja. Kannst dich schnell erkälten, wenn die Spieler so schnell an dir vorbeirennen. Deswegen, wir sind da wirklich gewarnt, und sie haben
viele, viele gute Spiele, beeindruckende Spielweise auch schon an den Tag gelegt in dieser Saison. Aber natürlich haben sie in den letzten Partien auch nicht mehr ganz so konstant gespielt, speziell auswärts. Und ich denke, es wird auch nicht passieren, dass sie die ganze Saison zu Hause so konstant durchspielen können. Wir sind jetzt auch mit gut Rückenwind ausgestattet und wir fahren durchaus mit der Überzeugung dorthin, dass wir da was mitnehmen können. Markus Jürgensen von Sky Sport News AD. Herr Gistor, Sie haben gesagt, man kann einiges kritisch sehen. Am letzten Spieltag gab es ja nicht so schöne Szenen in Dortmund. Haben Sie ein bisschen die Befürchtung, dass das möglicherweise am Wochenende dann wieder droht, speziell jetzt vielleicht von den HSV-Fans? Haben Sie da vielleicht Rückmeldungen bekommen, dass es dort anders aussieht? Und wie ist Ihre Meinung dazu? Ich habe zu unserem Fußball grundsätzlich da so ein bisschen eine und zu unserem Sport, dass das Schönste eigentlich ist, das Highlight der Woche oft sein soll, ja, mit der Familie, mit Freunden, auf die Fußball-Bundesliga sich hinzufreuen mit seinen Kindern. Das dürfen wir uns nie kaputt machen. Ich denke, man kann über das Projekt Leipzig denken, wie man möchte. Und es sollte auch immer da konträre Punkte geben, über die man diskutieren kann. Und es kann auch ruhig mal verbalen Schlagabtausch geben. Das gehört zu unserem Geschäft dazu, das macht gar nichts aus. Und es kann auch auf dem Spielfeld dann mal richtig rappeln. Das ist auch alles in Ordnung. Aber es darf halt nie dazu führen, dass du in irgendeiner Weise Kinder, Frauen, Familien in irgendeiner Form sich unsicher fühlen, wenn sie ins Stadion kommen und da attackiert werden. Und ich bin sicher, dass es in Dortmund auch nur eine kleine Zahl von Leuten ist, vermeintlichen Anhängern, die dort tätig geworden sind und der allergrößte Teil der Dortmund-Fans es auch nicht gut findet. Ob ich an unsere Fans appellieren muss oder will, das weiß ich gar nicht. Ich habe unsere Zuschauer, unsere Fans, die uns so fantastisch unterstützt haben in den letzten Wochen, einfach immer auch so kennengelernt, dass sie sehr fair waren. Ne? Sie waren auch kritisch mit uns, aber sie waren immer zum Schluss fair und haben sich sehr darauf konzentriert, uns anzufeuern. Und das würde ich mir wünschen, wenn es in Zukunft einfach auch so bleibt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da großartig appellieren muss. Danke, Markus. Weitere Fragen? Nochmal Henrik Jacobs vom Abendblatt. Nochmal eine Anschlussfrage zu dem Leipziger Spielsystem. Diese Pressingfalle, die Sie ja unglaublich aggressiv spielen, wo auch der HSV im Hinspiel reingetappt ist. Wie umgeht man die eigentlich? Stellt man sich hinten rein, spielt lange Bälle oder ist Ihr Motto dann eher mit den eigenen Waffen schlagen? Luft aus dem Ball raus wäre am besten. Aber das wird natürlich nicht funktionieren. Leipzig spielt ein extremes Mittelfeldpressing. Die attackieren ja gar nicht so hoch, wie man immer denkt, sondern die stellen ihre Fallen rund um die Mittellinie auf und locken dich dadurch natürlich auch raus und versuchen dadurch auch Räume natürlich zu erzielen, in die sie dann mit ihren schnellen Spielern auch reingehen können. Ich sage mal so ein bisschen tendenziell, wie es Leverkusen auch macht oder in besten Spielphasen auch gemacht hat, wo es um ein extremes Pressing geht mit einem vertikalen Ball und einem Quer- und Rückpass eigentlich verboten ist fast. Ja, und dann schießen sie da durch und haben natürlich gerade auch die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen, das auch 1:1 so umzusetzen. Deswegen, wir haben uns da schon ein bisschen was überlegt, aber das kann ich natürlich jetzt nicht alles hier rauslassen. Simon Brasch von der Mopo. Herr Gistol, Wallacy hat ein viel beachtetes Debüt gefeiert. Sie hatten ihn zuvor in der Bundesliga noch nicht rangelassen. Kann es sein, dass er im Team bleibt? Also hat er Ihnen so gut gefallen, dass das möglich ist? Also ich denke, dass es für uns jetzt vor allen Dingen einmal wichtig ist, dass wir mehr Spieler auch zur Verfügung haben. Auf der sechster Position sehe ich das so, dass wir mit Jung, Ekdal und Wallacy aktuell drei ähnliche Spieler haben, von der Statur her, von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, die sich auch ein Stück weit als Team verstehen müssen, ja, und sich gegenseitig unterstützen. Und welche zwei dann von den drei vielleicht dann auf dem Platz mal stehen, das ist eigentlich fast unwichtig. Ähnlich wie es in der Innenverteidigung ist, denke ich, mit Papadopoulos, Giroud und Mavrai, finde ich auch ähnlich. Ja. Auch diese drei müssen sich eher als Team sehen und sich gegenseitig unterstützen, egal welche zwei dann auf dem Platz stehen.
Gleichfalls, wenn ich das auch noch dazu fügen kann, sehe ich es ganz vorne im Sturm, war ist es so für uns, als Gregoritsch jetzt fit war und Wood, beide sind sehr gute Spieler, aber oftmals steht halt nur einer auf dem Platz. Deswegen, ich will der Frage nicht ausweichen, aber ich will es einfach anders sehen. Ich glaube, dass es für uns als Team wichtig ist, dass wir davon profitieren, ja, dass wir jetzt diese Möglichkeiten haben. Und wer dann zum Schluss gerade in dieser Trainingswoche oder in den Wochen oder in den Tagen vor dem Spiel dann zum Schluss den besten Eindruck hinterlässt, ist oftmals vielleicht auch ein bisschen Bauchgefühl, wo wir dann entscheiden lassen. Deswegen, ich kann mich da jetzt noch nicht festlegen. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Jetzt haben Sie ja Papadopoulos wahrscheinlich im Pokal geschont, damit er mit dem Knie in gutem Zustand ist in Leipzig. Was denken Sie, wie er drauf ist? Er hat ja oft gesagt, er war sehr sauer, weil er in Leipzig nicht gespielt hat. Und wahrscheinlich wird das ja denen so richtig zeigen wollen. Müssen Sie da mit ihm nochmal reden, dass er vielleicht ein bisschen rausnimmt? Oder wie ist so die Kopflage bei ihm? Super, ja. Ich muss ihn gerade ein bisschen in den Arm nehmen, weil es hat ihm auch gestunken, dass er nicht gespielt hat. Im letzten Spiel jetzt im Pokal hätte er gerne gespielt, aber bei ihm schwappt da die Emotion oft mal natürlich über und der Überschwang, dass er unbedingt jetzt weiter dabei sein will und gute Spiele abliefern will für uns, das ist doch super. Ja, und wir kanalisieren ihn richtig und es ist gut, dass wir ihn haben. Und wenn er spielen sollte in Leipzig, bin ich sicher, wird er sich auch sehr fokussieren können und sich auf das konzentrieren, was ihn eigentlich stark macht. Und das sind im Übrigen nicht Hackentricks, sondern das sind vernünftige Zweikampfaktionen und gutes Verteidigen mit der Mannschaft. Und deswegen freue mich, dass ich ihn habe. Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen nochmal. Also die vergangenen zwei Siege haben Selbstvertrauen gegeben, Rückenwind gegeben. Das heißt, der Trainer Markus Gisdol rechnet sich richtig was aus in Leipzig oder etwas aus? Oder? Was ist der Unterschied zwischen etwas und richtig? Ja, richtig sind drei, nicht so ist einer. Machen Sie, wie Sie es denken. Also wir rechnen uns richtig was aus irgendwie. In Leipzig einen Punkt zu machen in der aktuellen Situation, finde ich auch, ist schon richtig was. Und dort zu bestehen, das ist eine große Hürde aktuell. Und es haben noch nicht so viele Mannschaften geschafft, dort was mitzunehmen. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Ich sehe keine Fragen mehr und bedanke mich für das Interesse an der BK. Schönen Tag noch.